Hallo Party People, willkommen zu einer weiteren Folge Varo 4, bis gleich. So, wir joinen auf den Server und sind aktuell alleine drauf und ich habe ja letzte Folge erwähnt, dass ich so einige Pläne habe, die ich vervollständigen möchte und ich werde sie euch gleich mal erzählen. Und zwar folgender, ich bin hier auf der Suche nach Person X. Ich glaube, ich kann den Namen noch nicht erwähnen, weil ich einfach, das einfach nicht machen sollte aus Gründen der, des Spoilers, weil ansonsten wüssten vielleicht einige Leute, wen ich da verfolgen möchte oder nicht. Aua. Es ist folgendermaßen, wir werden mal kurz ein paar Level farmen. Wir werden auf dem Weg zum Spawn, werden wir mal einiges an Level farmen und werden versuchen, noch ein paar Sachen auf Prot zu bekommen oder eben auf Stärke 4 auf dem Bogen. Heißt, wir werden ein bisschen farmen. Aua, aua, aua. Ich will nicht, dass meine Rüstung kaputt geht dadurch, deswegen ich schon lieber weg. Werden ein bisschen farmen, aber auch nicht allzu viel, sodass wir eben in den Genuss kommen von Overworld-Aktionen, aber dennoch halt einem Ziel, das wir verfolgen. Da ist noch ein wunderbares Skelett. Ein paar Pfeile kann ich immer noch sehr gut gebrauchen. Müssen wir auch nochmal holen, ein bisschen Kies heute in der Folge. Also so ein bisschen, Stuff-Aufbereitung. Wir brauchen Eisen ganz dringend mal, endlich mal. Gut, aber es ist Folgendes passiert. Und zwar habe ich ungefähr den Plan, wo die Person X jetzt sein wird, denn, Was bringt das? Er muss es so oder so reparieren. Was willst du sonst tun? Ja, ich gehe dann in die Hölle und mache dann noch irgendwas, falls ich jemanden, damit ich nochmal ein paar Level habe oder so. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, dass in der Konfi etwas geschrieben worden ist, wieder mal, wie damals mit Taros, das einfach mich dazu auch hätte verleiten können. Wäre das mal später früher passiert oder geschrieben worden, hätte ich mir quasi die letzte Folge sparen können. Wäre dann auch für mich einfacher gewesen. Ist leider so gewesen jetzt, dass wir die Folge gestern so ein bisschen verschwendet haben. Aber gut, müssen wir eben mit leben. Aber es ist folgendermaßen, die Person war eben bei der Folge 23 am Spawn und hat sich da eben auch ausgelockt. Und am Ende der Folge hat sie noch erwähnt, dass die Person ganz gerne irgendwie in den Nether gehen würde oder so und da vielleicht noch ein bisschen Level farmen möchte, was allerdings jetzt nicht mehr möglich ist. Zum Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade aufnehme, ist es nicht mehr möglich, weil jetzt sind schon drei Personen weiterhin gestorben, dessen Namen ich nicht nennen will, aber sollte diese Person das wirklich getan haben, dann wird sie, oder wenn sie wirklich gefarmt haben sollte im Nether und immer noch auch im Nether drin gewesen sein zum Zeitpunkt zum Folgenende, dann wird sie jetzt Folge 25 aufnehmen und wird quasi am Spawn rauskommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Person gerade aktuell im Nether ist und hoffe einfach mal, dass, da der Server ja quasi über Nacht geschlossen ist, und am nächsten Tag alle Änderungen immer in Kraft treten, sei es die Border, die kleiner wird, oder eben auch der Nether, der ausgemacht wird, so wird die Person morgen, dann sollte sie im Nether sein, quasi zum Spawn geportet werden. Und das ist eben für uns so der Punkt, wo ich mir denke, ich warte einfach am Spawn auf diese Person und sobald sie aufnimmt, nehme ich auch auf und schaue mir mal an, ob sie wirklich da ist. Und dann habe ich quasi ein gutes Gefühl und kann sagen, ey, okay, wir können die Person verfolgen, einfach, weil sie damit auch nicht davon nicht ausgeht, glaube ich. Ich glaube, wenn diese Person aufnimmt, hatte die jetzt erstmal vier Tage Minecraft-Pause, weil er eben so lange auch nicht aufgenommen hatte. Und das ist für uns so die Chance, vielleicht ein bisschen frischer, ein bisschen aktueller ans Werk zu gehen. Und die Person erstmal gucken muss, wie er geschieht und dann vielleicht geilere Chancen haben, ja, ihn zu killen. Weil vom Equip her, darf ich mir nichts vormachen, bin ich der schlechteste Solo-Spieler aktuell eigentlich. Heißt halt eben, ich habe keine Schnitte, aber ich kann es eben wieder wettmachen, indem ich einfach den mentalen Vorteil habe. Das ist so eine Sache, die ist ganz wichtig, mentaler Vorteil. Wie auch gegen Taros. Ach, guck mal, die Weihnachtskisten, na, wie süß. So viel dazu. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen was an Eisen farmen und noch generell ein paar Level. Und dann werden wir mal kurz gleich eine Truhe machen, werden alles die Sachen machen, verzaubern, die Bücher und so und alles Mögliche und sind dann quasi ready für shitty things to do
und so. Wir werden mal kurz ein Buch verzaubern. Da hatten wir Stärke drauf, nehmen wir sehr gerne. Das wusste ich noch von der letzten Folge. Dann machen wir nochmal ein Buch mit Schutz, auch sehr gerne. Dann machen wir noch ein Buch mit Schutz, sehr gerne. Da haben wir schon Schutz 2 und dementsprechend auch Schutz 3. Effizienz, ja, nee, will ich jetzt beides nicht wirklich nehmen. Heißt, wir machen es mal eben kurz weg. Legen mal kurz das Stärkebuch da rein. Die anderen beiden Bücher werden wir mal zu, ach Gott, zusammen craften im Amboss. Natürlich nicht in der Werkbank. Schutz 2 Harnisch kurz nehmen. Cool, dass kein Creeper ist, der uns in die Luft sprengen könnte. Und Schutz 3 Harnisch. Soweit, so gut. Dann nehmen wir das Buch hier wieder mit. Knöpfe rein, die Sachen rein. Oh, wir haben Strings dabei, 3 Stück. Das heißt, wir können es nochmal einen weiteren Bogen machen. Und können vielleicht mit dem Bogen dann nochmal Stärke 1 machen. Haben wir schon Stärke 2. Dann machen wir noch eine Stärke 2 Bogen, nochmal Stärke 3, nochmal Stärke 4. Es geht relativ schnell alles eigentlich. So, Stärke 1, wunderbar. Dann jetzt hier, wir haben nur ein Level gerade, das reicht natürlich leider nicht aus dafür. Also wir werden kurz die Sachen eben abbauen. Die Sachen sind eben kurz drin hier, das können wir mit reinpacken. Leder brauchen wir ganz dringend noch auf jeden Fall. Zucker können wir eben kurz so machen, können wir mal eben kurz so machen. Haben wir da auch wieder einen Slot mehr frei. Wunderbar, noch 7 Leder haben wir jetzt noch übrig. Haben jetzt gerade sogar 2 Level wieder dazu bekommen. Heißt, wir könnten sogar jetzt nochmal gleich eben schnell zusammencraften. Ja, also sowas muss eben auch sein, Leute. Dass man ab und an mal kurz sein Equip ein bisschen zusammenfügt, ein bisschen guckt, was so passiert ist, was so geht und was man eben noch besser machen kann. Wir jetzt nochmal hier ein paar Level farmen gehen. So ein paar zumindest. Hier ging es ja irgendwo runter. Ist hier tief runter oder wo ist es denn? Muss also bis auf die Zeit immer achten. So, wir haben jetzt gerade schon 7 Minuten aufgenommen. Heißt, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Und, ich muss hier auch noch zum Spawn kommen, Leute. Das Problem ist, diese Folge hier kommt am 28. ne? Ne, am 27. kommt die, ne? Ja. Ja. Ist knapp und knifflig, aber reicht auf jeden Fall, dass die Person bis dazu nicht weiß, was wir vorhaben. Glaube ich zumindest. Und dann passt das irgendwie schon so. Ah, wir hätten Schärfe, hätten Schutz, aber ja, 5 Level brauchen wir dafür. Ja, könnte man auch ein anderes Buch auf Schutz, also auf Schutz 2 dann bringen quasi. So, haben alles dabei. Schwert haben wir equipped. Enderman, kannst du bitte ein Enderperl droppen? Wäre noch super geil. Ich brauche noch ganz dringend Federfall auf den Schuh, damit wir Enderperlenschaden weniger haben. Lol, what the fuck? Okay, okay. Alles klar, natürlich! Alter, what the fuck? Was ist denn das für eine Armee? Also, Bukake wollte ich nicht machen mit denen hier gerade, so ein bisschen zumindest. Dankeschön. Alter, ohne Witz. Alle mal töten. Mit ordentlich Level. Das ist aber trotzdem ein bisschen viel gewesen gerade. Fand ich schon nicht so geil gerade von den Monster. Von den Monsters. Gut. Ja, ich hoffe, euer Weihnachten war soweit schön. Ihr hattet ordentlich Spaß, habt ordentlich Geschenke bekommen. Was habt ihr so bekommen? Irgendwas richtig Geiles, wo ihr sagt, boah, das will ich dem Dom mit der Nase reiben. Ich habe eine Eieruhr bekommen, Leute. Habe ich mir aber auch sehr gewünscht. Habe ich mich sehr darüber gefreut, über eine Eieruhr. Wenn man eben älter ist, freut man sich über die kleinen Dinge auch so ein bisschen. Und nicht zwingend über die Dinge, die jetzt ganz großen Wert haben, so eine PS4 oder so. Aus dem Alter bin ich eh raus, wo ich sowas geschenkt bekommen würde. Ich habe eine Eieruhr bekommen. Ist doch auch schön. Und noch ein paar andere Sachen, Süßigkeiten, ganz, ganz viele. Ein Tankgutschein zum Tanken. So Sachen eben, die einfach schön sind, die man als erwachsener, autofahrender, junger Mann irgendwie haben kann. Wir werden mal kurz hier auf Effizienz verzaubern. Einfach um andere Verzauberungen auf dieses Dingens zu bekommen, aufs Buch. Denn 5 Level ist hier für Schutz ein bisschen zu viel. Also, wir brauchen 5 Level, wir brauchen dafür nur 2 Level, schon klar, aber ihr wisst, was ich sagen will. Wir machen es einfach mal so ein bisschen cleverer und nehmen mal ein bisschen Kies mit. Also, ja, Kies und eben Dingens. Und dann können wir eben ein bisschen, ja, Feuerstein farmen. Und dann haben wir hoffentlich, wir haben ja 23 davon, okay. Dann werden wir mal kurz Folgendes machen, und zwar Risky Dom wieder mal da. Zum ersten Mal in Varus, Risky Dom am Start. Ja, 50-50, wenn ein Skelett von hinten kommt, haben wir ein Problem. Aber wir würden aber nicht sterben von der Höhe, oder? Ja, vielleicht schon, ich war ja vielleicht schon. Egal. Außer mal ein bisschen risky sein im Leben, Leute. War ich viel zu selten. Gut,
Aber dann können wir noch ein paar weitere Pfeile machen. Können auch sehr, sehr wichtig werden. So und so und oh fuck, nein, nein, nein. Das war eben ein bisschen doof. Aber ja, so viel eben zum Thema und ich hoffe mal, dass ihr es verstehen könnt, dass diese Folge auch wieder nicht gekämpft wird. Einfach, weil es nicht geht. Ich habe eben einen Plan, den werde ich so ein bisschen verfolgen, aber ich kann gerade auch nicht mehr tun, als ich tun kann. Und da eben niemand aktuell ist, ist es für mich nicht möglich zu kämpfen, Leute. Gut, aber ich denke, das könnt ihr schon verstehen. Irgendwie werdet ihr das schon verstehen können. Ich muss nach da laufen, ne? Ja, doch, da muss ich laufen. Und das heißt eben, für mich gerade mal, trotzdem Spannung irgendwie. Denn wir gehen jetzt zum Spawn und loggen uns dann quasi da aus. Und in der nächsten Folge kann quasi alles passieren. Es muss ja nur ein Veni, ein Basti oder sonst irgendwer am Spawn sein. Und schon haben wir das Problem und sind am Arsch. Weil einfach jeder überall sein kann. Und vor allem am Spawn ist einfach auch jeder. Aber wir müssen es eben da ausloggen, weil eben mein Target wahrscheinlich da sein wird. So sieht es eben aus, Leute. Gut, wir sind, da sind da nicht schon immer da. Die Dinger waren noch nicht immer da, ne? Die Öfen? Ich glaube nicht. Und erst gleich müssen wir den Spawn sehen können, eigentlich. Damals, Folge 2 oder Folge 3, war ich der Erste, der am Spawn war, so richtig, ne? Ich war da noch ganz in Ordnung und noch niemand hat da was gebaut. Ich war der Allererste, der was gebaut hat. Ich habe quasi das Wasser revolutioniert. Ich war damals der Erste mit dem Wasser, was nicht ja wegging. Das müsste da immer noch sein, weil das geht einfach nicht weg, das Wasser. Hat auch vielleicht Hauptner als so eine Art Vorbild genommen vielleicht. Ich bilde es mir mal ein. Oh, warte mal, ich guck mal, ob da eine Falle ist darunter oder so. Ne, keine Falle. Ich bilde mir mal ein, zu sagen, das ist einfach mein Wasser war, was ihn dazu verleiten hat lassen, das auch zu machen. Bestimmt, so wird es gewesen sein. Irgendwie vielleicht. Aber gut, haben wir das eben. Ich hab ein bisschen Angst vor einer Falle hier irgendwie, deswegen springe ich so komisch nach hinten. Also nicht wundern. Okay, alles gut. Haben wir das auch nochmal eben. Ich baue eben noch ein paar mehr Blöcke. Ist mir ganz, ganz wichtig, ganz, ganz lieb. Einfach so viele Blöcke wie möglich zu haben. Ansonsten haben wir alles dabei, was wir brauchen. Ein relativ volles Inventar, aber gut, das ist eben so. Da ist, da ist ja Cobblestone. Okay. Was genau ist das hier? Von wem ist das hier? Das ist aber bestimmt nicht aktuell, oder? Das ist irgendwie bestimmt von irgendwem irgendwann mal gemacht worden, oder? Es wird nicht aktuell sein, glaube ich, das Ding. Oder vielleicht war es auch Giga Greavy, der sich da ausgeloggt hat, um vielleicht auf Nilo zu warten, wenn er wieder aufnimmt oder so. Glaube ich mir aber, kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder es war vielleicht Paluten oder so, der sich da ausgeloggt haben mag oder so. Das ist doch ein Weg. Ich weiß es nicht. Oder auch einfach gar keiner. Kann sein, dass es irgendwie schon uralt ist oder so. Wer weiß es so genau. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn es bis dahin schon zu spät ist. Aber ich würde mich mal interessieren, wer das ja gebaut hat. Vielleicht weiß es ja einer von euch, der alle Folgen sieht, wer das denn da gebaut haben mag. Übrigens ist da noch so Leute da wie Balui und Rotpilz. Von denen habe ich irgendwie noch gar nichts gehört. Die ganze Staffel noch nichts gehört. Aber die gibt es ja auch noch, ne? Das darf man gar nicht mal so unterschätzen. Da ist nur Schärf und Bunny. Dankeschön. Brauche ich erstmal nicht. Dann werden wir kurz eine Werkbank machen. Und was habe ich mir aus dem Konzept gebracht worden, gerade so ein bisschen. Egal, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben ein bisschen Zeitmangel gehabt. Wir haben noch ein bisschen Zeit gerade. Wir machen es anders. Wir machen Folgendes. Inventar ist gesteckt, wunderbar. Alles geklärt, alles so für den Kampf vorbereitet. Wir nehmen noch mal ganz, ganz kurz einen Baum mit, weil ich ganz gern doch noch mal das eine oder andere Holz extra hätte. Und dann gehen wir zum Spawn und loggen uns relativ nah in der Mitte aus. Und dann kann ich einfach nur hoffen, dass mein Target da sein wird. Aber bei Taras hatten wir auch Glück. Das heißt, es wird schon irgendwie. Nächste Folge könnt ihr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Kampf sehen. Euch daran ergötzen, erfreuen. Da vorne ist der Spawn. Da müsste er ja sein, ne? Ja, genau, da vorne ist er. Ja, aber nicht mehr viel Wasser da. Es ist schon alles weggemacht worden. Ich glaube, von Paluten wurde es weggemacht oder so, ne? Ah ja. So, ich gehe noch mal ein bisschen näher ran hier. Und logge mich dann mal da oben so irgendwo aus. Ich werde einen kleinen Trick machen, zwar werde ich mich hier einbuddeln. Und werde jetzt mal so und so machen.
und werde dann signalisieren, ey, ich bin hier, ich komme von unten nach oben. Ne, damit man so sagen kann, dass ich von unten nach oben gekommen bin. Und dann passt das. Lasst ihr gerne noch nach oben da, checkt gerne meinen Merch ab und abonniert meinen zweiten Kanal, Link dazu in der Videobeschreibung. Bis morgen und dann bin ich mal gespannt.